Taschenbücher werden gekauft und deswegen solltest du dein Buch mit einer ISBN versehen lassen. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Und das ist Tag 19 der 30 Tage Schreib dein Buch Challenge und heute möchte ich mit dir darüber reden, warum Taschenbücher wichtig sind. Denn als ich mein erstes Buch veröffentlicht habe, habe ich von allen Seiten gehört, Taschenbücher kauft sowieso niemand. Die machen den allerkleinsten Teil deines Gewinns aus und du kannst sie komplett vernachlässigen. Und es reicht, wenn du sie über Amazon KDP herausbringst. Und das Problem ist, wenn man Taschenbücher, und inzwischen ist das auch mit Hardcovern möglich, über Amazon KDP herausbringt, dann erhält man keine deutsche ISBN. Das Buch wird nicht ins Verzeichnis lieferbarer Bücher eingeschrieben, es taucht dort nicht auf, eingetragen. Und das bedeutet, Buchhandlungen können es nicht ohne weiteres bestellen. Amazon sagt zwar, doch, die können das bestellen. Status jetzt, Januar 2022, ist es aber so, dass die meisten Buchhändler das gar nicht wollen. Die wollen keine von Amazon produzierten Bücher, weil die haben keinen Bock auf Amazon, weil Amazon denen die Kunden klaut. Verständlich. Nichtsdestotrotz, das ist aber auch gar nicht das, worüber ich sprechen möchte. Ich möchte darüber sprechen, dass ein Buch, was du veröffentlicht hast, es verdient, und genauso verdienst du es, dass in jedem Buchhandel jemand reingehen kann und sagen kann, ich möchte das Buch mit dieser ISBN bestellen, von dem und dem Autor, das diesen und den Titel hat. Und damit das möglich ist, hast du verschiedene Möglichkeiten. Das wäre ein Wiederholungsfehler, den meine Lektorin ansprechen würde. Genau, du kannst einmal, und das machen die meisten, und das ist auch der einfachste Weg, und inzwischen auch der Weg, den ich gehe. Du gehst über einen Vertriebsdienst, über einen Distributor wie Tolino Media, ePubli, BOD. Nichts davon ist eine Empfehlung, möchte ich dazu sagen. Also nicht, dass ich die nicht empfehle, aber ich finde, jeder muss seine eigenen Erfahrungen mit den einzelnen Vertriebsdiensten machen. Von daher, es sind nur Beispiele, die ich hier nenne. Und diese Vertriebsdienste drucken dein Buch, wenn es bestellt wird, was ziemlich cool ist, weil das heißt, du musst keine Auflage drucken und verschicken es dann an den, der es bestellt hat. Entweder ist es ein Großlager, es ist Amazon, es ist eine einzelne Buchhandlung. Genau. Und die können das bei denen bestellen, weil die Dienstleister dein Buch mit einer ISBN ausstatten. Und über die ISBN ist das dann ins Verzeichnis lieferbare Bücher eingetragen und kann bestellt werden. Die zweite Möglichkeit ist, dass du eine Auflage drucken lässt, die eine eigene ISBN kaufst oder gleich mehrere. Das ist billiger, wenn du vorhast, 100 Bücher zu veröffentlichen. Und das Buch selbst ins Verzeichnis lieferbarer Bücher einträgst. Das ist mit Kosten verbunden und mit einer Menge Aufwand, weil die ja dann direkt bei dir bestellen, die Buchhändler oder auch wer auch immer das Buch bestellt. Und du bist dann dafür verantwortlich, dass die Bücher versendet werden. Das kann Sinn machen. Absolut. Ich kenne Leute, ich glaube Vera Nentwich, eine bekannte Self-Publisherin, macht das glaube ich auch. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Variante. Und wie gesagt, sie kann auf jeden Fall funktionieren. Auf jeden Fall. Die nächste Variante ist, dass du dir einen Vertriebsdienst suchst, der deine von dir gedruckte Auflage, also von einer Druckerei, die du aussuchst, gedruckte Auflage, ebenfalls ins Verzeichnis lieferbarer Bücher einträgt, also den Titel mit, und dir die ISBN gibt und dann den kompletten Versand und alles für dich übernimmt. Habe ich noch eine vergessen? Das sind auf jeden Fall so die drei großen Möglichkeiten. Und ich finde, wenn du vorhast, Taschenbücher oder Hardcover zu vertreiben, dann solltest du eine dieser Möglichkeiten wählen, denn es ist total schade, und das hatte ich, wenn Leute in einen Buchladen gehen und sagen, hey, ich möchte gerne das Buch haben, und der Buchhändler sagt, ja, sorry, kann ich nicht bestellen. Ich hatte es zweimal oder dreimal, dass mir ein Buchhändler dann direkt per E-Mail geschrieben hat, hey, ich habe hier eine Kundin, die möchte gerne ein Buch haben, schick mir das doch mal. Und ich habe dann tatsächlich
Nee, es war zweimal. Und ich habe zweimal das Buch dann kostenlos dahin geschickt, weil ich keinen Plan hatte, wie ich das abrechnen soll und so weiter. Ich war aber so glücklich, dass jemand mein Buch bestellt hat. Und dann dachte ich mir wirklich, warum hast du auf die ganzen Leute gehört? Denn, ich meine, wir schreiben ja unsere Bücher, um sie zu verkaufen. Und ich verstehe bis heute nicht, warum ich Leuten geglaubt habe, die von vornherein davon ausgehen, dass ein Buch nicht läuft. Also, warum bin ich dann Autorin? Warum bin ich Self-Publisherin, wenn ich davon ausgehe, dass meine Bücher sich nicht verkaufen? Also, ich möchte, dass du davon ausgehst, dass sich deine Bücher verkaufen und dass Leute in Läden gehen, um deine Bücher zu kaufen. Und dass sie das oft tun. Du darfst davon ausgehen. Genau. Das war der Abschlusssatz. Wenn du dazu Fragen hast, dann kommentier gern unter diesem Video. Und wenn es dir gefallen hat, gib ihm einen Daumen hoch. Wir sehen uns morgen an Tag 20. Wenn du das Video nicht verpassen möchtest, klick auf Abonnieren. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Mach's gut, deine Andrea.